PSN-Codes kriegt ihr am schnellsten und besten bei VGO-Shop, ja. Die günstigsten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja. Nutzt NRG Kappa für Rabatt. Link in der Beschreibung. Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji, willkommen hier zurück auf No Hand Gaming. Und ich habe euch ja mein Starter-Team in FIFA 21 gezeigt, wie es aussehen soll. Wir sind jetzt noch immer vor Release und schreiben es gerade Montag, den 5. Oktober. Und ich wollte euch mal mein Team zeigen, wie es aktuell aussieht. Wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Points schon verzogen. Was ihr mir auf keinen Fall nachmachen solltet, Freunde. Bitte gebt nicht mehr Geld aus, ihr habt für FIFA. Es ist nur ein Spiel, das dürft ihr nicht vergessen. Und in einem Jahr ist wieder alles auf Null gesetzt. Für mich läuft die Geschichte aber ein bisschen anders. Ich habe das Spiel ja schon und bin am Packs ballern bis zum Abgrund, Freunde. Und deswegen habe ich schon so ein Baba-Team quasi jetzt am offiziellen Release. Der kommt am Start, beziehungsweise sogar wahrscheinlich noch ein besseres. Aber das ist so mein aktuelles Team, was ich mir um mein Baby Samuel Eto'o gebaut habe. Bevor das Video losgeht, checkt gerne meinen Partner Smilodogs aus. Die und viele weitere Firmen, die uns gerade in dieser harten FIFA-Anfangszeit unterstützen, ich meine mit hart, dass wir viel Geld für Points ausgeben, machen diese Videos überhaupt möglich. Kuss geht raus, checkt gerne die Webseite aus. Die haben viele verschiedene geile Sachen. Das ist alles übrigens vom Flying Uwe, ihr kennt den. Dieser neue Rucksack, den habe ich mir gegönnt. Sportklamotten, Hosen, Socken, Komplettpaket, Freunde. Mit dem Code NHGKAPPA spart ihr auf der Website nochmal dick was. Gerne abchecken, Freunde. Und danke, dass ihr unseren Channel aktuell supportet. Denn ohne euch wären diese Videos und alles weitere gar nicht möglich. Ich kann euch jetzt schon mal zeigen, Samuel Eto'o kommt hier natürlich in den Sturm rein. Das soll kein Geheimnis sein. My man Samuel, den wir uns gekauft haben. Ich bin so verdammt hyped auf diese Icon. Ich freue mich so, dass sie im Spiel ist. Es gibt ja noch Cantona und es gibt Puskas. Aber ich wollte einfach unbedingt Eto'o haben, weil er auch so noch diese Zeit da war, die ich viel mitgekriegt habe. Bei Cantona bin ich nicht so mit am Start. Trotzdem natürlich geile Karte, die ich mir auch noch holen werde. Aber bei Eto'o bin ich wirklich, mein Herz geht auf. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal für mehr FIFA 21 Content und schaut gerne auf Twitch für die Livestreams vorbei. Wir starten rein mit dem Team und zwar im Tor und da startet bei uns die Alisonne, wo ich wirklich richtig überzeugt bin von dem. Jetzt schon nach ein paar Spielen, ich hatte ein paar Spiele mit anderen Toren, die nicht hoch geratet waren und die sehen auf jeden Fall gar kein Land bisher gegen Allison und ich habe auch Chemistry Style drauf gemacht. Dazu in der Innenverteidigung mein Packpult, kleiner Flex am Rande, Carlos Alberto, die Icon. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, Link ist natürlich in der Videobeschreibung drin. Checkt es sehr, sehr gerne mal aus. Wir spielen in der Innenverteidigung Carlos Alberto und für den anderen Strongling von der Allisonne nehmen wir Joe Gomez mit. Ach, man muss ja jetzt R1 drücken und nicht mehr R1. Deswegen nehmen wir hier Joe Gomez noch mit, tauschen die rum. Joe Gomez auf der linken Seite, auf der rechten Seite und Carlos Alberto auf der linken Seite. So steht die Innenverteidigung hier aktuell und gibt schön von den Torwärten zwei Strongs nach vorne, auch wenn die Icon eh keine braucht. Auf der linken Seite soll stehen the man, the myth, the overpriced Leftback, Ferland Mendy. Ich habe schon 15 Spiele mit ihm gespielt, Freunde, wie ihr seht. Also ich habe den auch dieses Jahr schon 4-5 Mal gezogen. Der geht für 90k weg, was absolut overpriced ist. Aber er ist halt auch wirklich ein richtig guter Linksverteidiger. Und auf der rechten Seite spiele ich nicht Nelson Semedo, sondern Cuadrado. Und ihr könnt euch bestimmt schon denken, welchen Strongling Cuadrado nach vorne gibt. Und zwar auf der ZOM-Position für Cristiano Ronaldo. Und somit linkt er auch vorne zu Eto'o und hat dann schon seine Chemie damit. Finito completico. Und ihr habt ja gerade schon gesehen, auf der linken Position stand auf der ZOM-Position noch N'Golo Kanté. Der wird aber natürlich in-game nicht vorne spielen, sondern auf der 6er-Position bzw. auf der 8. Es ist jedes Jahr das gleiche mit Kanté. Staubsauger, holt alles im Mittelfeld weg und er ist dieses Jahr auch wieder absolut brutal am Start, Freunde. 10 Spiele bisher mit ihm gemacht und ich bin verdammt überzeugt von ihm. 3 Positionen sind jetzt noch offen, die beiden Sechser und der Stürmer. Obviously wird bei einem der Sechser ein Außenspieler mit dabei sein und einmal noch einer, der mit im Zentrum spielen soll. Und das sind einmal Jamie Vardy und Paul Pogba, Freunde. Jamie Vardy habe ich gezogen, deshalb ist er in diesem Team drin, gibt den Strongling von Joe Gomez, somit ist er von der Chemie auch voll.
wird aber, weil wir in-game eine andere Formation spielen, natürlich nicht auf der 6 spielen, sondern Pogba und Kanté. Pogba, ich weiß gar nicht. Ich weiß noch nicht genau, wie gut er ist. Ich habe jetzt erst 4 Spiele mit ihm gespielt. Er hat im Draft bei mir wirklich rasiert, deswegen habe ich mich dann für ihn entschieden. Habe aber auch 224.000 für ihn bezahlt. 4 Sterne, Weak Foot, 5 Sterne, Skills sprechen aber extrem für ihn und dafür noch die Größe. Das finde ich schon sehr, sehr nice. Und mit Shadow auf ihm drauf kriegt er nochmal ein bisschen Pace, dann ist er auch sowas von am Start. Die letzte Karte. Wir haben links einen Franzosen-Link, wir haben nach hinten einen Franzosen-Link und wir haben nach rechts einen Icon-Link. Und da habe ich mich nicht lumpen lassen, Freunde. Mbappé, die übertrieben beste Karte bisher mit Ronaldo in FIFA, ist natürlich auch mit im Team am Start. Und somit steht dieses Team. Eto'o, Mbappé, Ronaldo, Kanté, Pogba, Vardy, Mondi, unser First Owner, Carlos Alberto, Joe Gomez Cuadrado und die Ellie-Sonne. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich zeige euch jetzt natürlich noch, wie ich in-game spielen werde, weil das natürlich nicht das ist, wie ich spiele. Ich habe jetzt schon verschiedene Formationen ausgetestet. 4-3-3, 4-1-2-1, 4-2-2-2. Aber die eine Formation, die mir Bossio gezeigt hat, lief bisher wirklich am besten. Und das ist 4-4-2, Freunde, weil wir 2 Stürmer haben und noch 2 Außenspieler, die mitpacen können, was finde ich extrem gut ist, werdet ihr gleich im Spiel sehen. Und zwar so spiele ich, ihr seht es hier rechts, Ronaldo Eto'o im Sturm, Vardy und Mbappé außen, Kanté Pogba im Zentrum, natürlich zentral orientieren und hinten bleiben und die Außenverteidiger auch hinten bleiben. Und bei den Stürmern habe ich bisher beide Abwehr überlaufen drinne. Bei den Außenspielern hier jeweils gar nichts, Freunde. Das ist mein Team. Wir gehen jetzt rein. Ich bin so gespannt, wie es jetzt läuft hier in der Aufnahme. Wir spielen 2 Division Rivals Spiele und checken den ganzen Lachs mal aus, Freunde. Auf der Bank haben wir noch andere Karten, die wir gepackt holt haben. Suarez, Gomez, der ist zum Beispiel Inform. Den habe ich gezogen, bevor er Inform war. Habt ihr auch im Video gesehen. Lucas Moura, der dieses Jahr wieder absolut OP ist. Ben Yedder, wo hoffentlich die Price Range angepasst wird. Allen hatte ich ein paar Spiele auch schon drin. Sehr, sehr gute Karte, Freunde, kann ich nur sagen. Und Bruno Fernandes hatte ich vorher für Vardy drinne, als ich noch nicht mit der 4-4-2 gespielt habe. Und dann hatte ich den auf der 10 gespielt. Ist ganz okay. Ihr seht, 10 Spiele, 7 Torvorlagen, 2 Tore. Aber für die Flügel auf keinen Fall ausreichend. Und der erste Gegner, Türkei. Hat aber auch wirklich ein akzeptables Team. Hier am Start. Ich bin gespannt. Let's go. Ich muss wirklich sagen, ich tue mich bisher auch noch echt sehr, sehr schwer mit dem Gameplay. Also offensiv geht vieles über Pace, aber defensiv verteidigen ist echt nicht so einfach. Manche Spiele fühlen sich ein bisschen langsam an, deswegen tue ich mich da teilweise noch schwer. Aber guck mal jetzt, A-Lines Dreieck, das geht so OP hier vorne nach vorne. Und dann knallen wir direkt mal drauf. Und starten mit dem 1-0 rein. Das, finde ich, hat nicht viel mit Skill zu tun. Dieses Tor, sage ich euch, wie es ist. Deswegen, Pace regiert aktuell in FIFA 21. Absolut. Und Eto'o ist da. Und Eto'o in die kurze Ecke. 2-0 nach 10 Minuten. Wieder über die Außen. Deswegen finde ich die 4-4-2 so geil. Weil trotzdem 2 Stürmer überlaufen. Der Gegner kann absolut nichts machen, Freunde. Und Jamie Vardy bringt die Pässe an, obwohl er natürlich nicht den grandiosesten Pass hat. Aber das scheint scheißegal zu sein. Und 5 Sterne Weakfoot, glaube ich, braucht man dieses Jahr auch nicht. Bisher hat Ronaldo jeden Schuss bei mir reingemacht. Mit dem schwachen Fuß. Und der erste Gegner geht raus, obwohl ich kein guter FIFA-Spieler bin. Ich bin eine absolute Maschine, Digga. Ich sag's dir, wie es ist, Malaka. Und wir gehen ins Spiel Nummer 2. Ein stabiles Premier League Team. Ich habe verdammt Angst vor Adama Traoré. Wirklich. Oh mein Gott, was ich über den gehört habe. 66. Schuss und knallt die Buden rein. Leute, holy smokes. Ich glaube, der wird Probleme machen. Let's go. So, ich hoffe jetzt, dass der Gegner nicht so schnell rausgehen wird. Ich will natürlich euch ein bisschen was von den Spielern auch zeigen. Und dieses schöne R1-Dribbling. Und die schönen Läufe habe ich auch schon so ein bisschen drauf. Guck mal, ich halte jetzt den Stick in die Richtung. Eto'o wäre jetzt voll in die Richtung gegangen. Viele fragen mich im Stream immer, wie das funktioniert. Es ist eigentlich ganz, ganz einfach. Mit dem Ballführenden, den ihr habt, erkläre ich es euch gleich, wenn ich den Ball habe. Und jetzt gute Situation. Kanté hat den Ball, spielt zurück. Eto'o, bam, und den Stick, den rechten Stick, einfach in die Richtung bewegen, wo er hinlaufen soll. Nach dem Pass. Einfach ruckartig in die Richtung bewegen. Guck mal, Pogba soll jetzt zum Beispiel nach hinten rennen sogar, kann ich sagen. Und er läuft nach hinten. Einfach den, oh scheiße, Digga, den rechten Stick ruckartig in die Richtung nach dem Pass bewegen. Dann bewegt er sich, der quasi den Pass gespielt hat. So, mal sehen, ob ich irgendwie Ecken drauf habe. Gefühlt kriege ich die noch nicht hin. Ich habe einmal ein Eckentor gemacht. Boah, aber sonst auch noch nicht. Aber ich krieg gefühlt jedes Spiel eins.
Und Samuel, da bist du doch, Malaka. Gönnt euch den Jubel. Ei, 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 ei. Komm ran auf Mederlanger. Let's go. Oh, oh, der kommt jetzt richtig gut. Und lange Ecke. Und komm ran auf Meder. Komm ran auf Meder. Eieieiei. Komm ran, Langer. Guck mal, es sieht so aus, als ob ich ein guter FIFA-Spieler wäre. Was sollen die Scheiße hier gerade? Hätte ich den jetzt noch auf Eto gespielt, dann Fokus klar. Was mir leider auffällt, ich habe extrem Probleme mit der Passkorrektur dieses Jahr. Ich habe schon in den Einstellungen umgestellt von frühe Passlenkung von spät auf früh so umgestellt, dass es quasi das passt, wo du direkt am Anfang hinlenkst und nicht erst, wenn der Pass ausgeführt wird. Ich habe ausgestellt, dass automatische Flair-Pässe aus sind. Aber oft spiele ich echt noch viele, viele Fehlpässe. So wie hier. Ich habe gerade komplett nach vorne in den Sturm gelenkt eigentlich. Und jetzt Adama. Oh nein. Oh nein, aber Carlos Alberto so stark. Und wir gewinnen auch das zweite Spiel mit 3-0. Ich bin richtig happy mit dem Team hier jetzt, wie es läuft mit 4-4-2. Kuss, Bossio, ich küsse deinen Nacken für die Formation, dass du mir die gesagt hast. Eto mit dem Tor, Ronaldo mit dem Tor, Mbappé mit dem Tor. Torvorlage, Pogba wieder 2 am Start. Also wirklich starkes Ding gegen den Footgründer, zweimal in Folge. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Team findet, Freunde. Und was ich noch verbessern sollte von Eto. Kurzes Fazit bisher nach ein paar Spielen. Geile Karte, ich hätte mir aber mehr erhofft. Vielleicht ist die Babykarte ein bisschen besser. 3 Millionen ist schon wirklich sehr, sehr viel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schaut mir auf Twitch zu. Wir sehen uns die nächsten Tage. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Und vielleicht gibt es morgen schon wieder ein Video.